Hey und damit allerherzlichst willkommen zu der letzten Bildet-Folge. Das letzte Mal haben wir ja nicht viel gemacht, glaube ich. Aber ich möchte noch einen letzten Rundgang machen, bevor ich diese Folge vorerst bis in den Herbst verschiebe. Hier haben wir das Untergrundsystem mit den Bunkern. Da haben wir auch ein bisschen nach unten gegraben und sind auf Höhlensysteme gestoßen mit sehr vielen Erzen. Und daraufhin haben wir natürlich hier fleißig gebaut. Hier sind die jeweiligen Quartiere, 6 am Stück erstmal. Weiter allerdings, ihr seht's, habe ich noch nicht gebaut. Das liegt daran, dass ich zum einen noch das eine im Weg hatte. Also das eine war noch dran, dann musste ich halt das noch bauen. Und zum anderen war halt noch das andere. Aber die ganzen Ziele, die ihr gesetzt habt, die ihr mir gezeigt habt, habe ich sogar aufgeschrieben. Das Tunnelsystem mit den Bunkern, die Pistenhaus als Auto bauen, der Eispalast und die Brücke über den Fluss können wir jetzt wegnehmen. Denn die Brücke ist fertig. Die hatte ich eigentlich schon aufgenommen. Leider war die Aufnahme dahin viel zu groß. Also 40 Minuten habe ich gelesen. Da hinten ist sie, da kommen wir gleich zu. Wir haben unser Haus gebaut, wir haben ein Feld, wir haben ein Netherportal errichtet, wir haben eine Cobblestone-Fabrik, wir haben den Ansatz eines Bahnhofes. Also er ist noch nicht fertig, wir brauchen noch sehr viel von den Ziegelsteinen. Und ja, das ist die Brücke. Also ich finde die wirklich heftig. Mal mit Ansatz dazu, dass ich die noch nicht ausgeleuchtet habe. Aber ich würde das dann halt unten drunter so ein bisschen Fackeln machen und dann werde ich gucken, ob ich da noch was später dranhänge. Aber das werde ich dann tun, wenn es Herbst ist. Weil ich muss dieses Projekt kurzzeitig unterbrechen, da ich gerne noch ein paar andere Sachen hochladen möchte, wie zum Beispiel das Minecraft Vanille, was gestern hochgeladen wurde. Und ja, wir haben eigentlich auch schon ziemlich viel gemacht. Wir haben eine Mob-Farm hier unten, die auch im Anschluss mit einer anderen Höhle verbunden ist. Aber ich glaube, die Brücke ist so ziemlich das erste, was wir innerhalb von 10 Folgen endlich mal fertig gekriegt haben. Aber wir sind halt mit allen nicht fertig geworden, weil dazwischen halt noch die anderen mit ihren Wünschen kamen, die ich natürlich notiert habe. Oh Gott. Muss mich beeilen. Dann haben wir schon mal die Wege gebaut für die Schienen. Hier haben wir einen Lavasee, den ich neulich gefunden habe. Ich habe nur noch 2 Melonen, das ist gut. Ja, das ist das Dörfchen. Wir werden, sobald ich zurück bin, werden wir auf jeden Fall 30 Folgen bis Folge 30 machen. Und dann werde ich vermutlich nochmal eine Unterbrechung machen. Aber dann hoffe ich auf jeden Fall, dass die Internetleitung mal deutlich besser ist. Denn ich kann eigentlich nur am Wochenende aufnehmen, weil ich wochenendtechnisch zu Hause bin. Und, 19 Faden. Der ist ja gerade gespeedet. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig ist. Vielleicht kennen viele diesen hier noch nicht. Der stammt noch aus der Zeit, als ich Minecraft The Master, gemacht habe. Da habe ich diesen Skin verändert, sodass er halt jetzt so aussieht. Ein Bibliothekar oder auch ein... Was war denn das noch gleich? Ist die Musik vielleicht ein bisschen... Okay, das geht eigentlich. Bibliothekar oder auch der Kartograf haben diesen Skin. So. Glück 1. Also was
Ah, stimmt. Die grünen kann man ja nicht. Alter. Ist ehrlich. Ernst jetzt? Die grünen kann man ja leider noch gar nicht anvisieren. Wir haben sogar einen hier, der eingesperrt ist. Aber den können wir ja trotzdem anklicken. So ein bisschen Bad Wars halt. Habe ich schon Folge 8 oder 7 erwähnt, dass das so wirkt. 18 Weizen, 18 Kartoffeln, 18 Karotten. Krass. Also er hat schon einiges im Angebot. Und die... Ist eigentlich schon abgestaubt hier alles? Muss ich mal gucken. Nee, ich glaube nicht. Aber, dann wissen wir, doch, habe ich eigentlich schon längst gemacht. Weil sonst hätte ich die ganzen krassen Items nicht. Noch ein dicker Hase. Was das Roleplay angeht, da werde ich natürlich mehr Gedanken drüber machen, wie ich das in der Vanille-Folge dann mache. Aber das werdet ihr dann auch sehen, wenn es online ist. Arzneimittelchen Fleisch. Oh. Und 10 Goldbarren. Da haben wir ja gleich noch was gemacht. Nachdem wir halt eigentlich kaum etwas fertig gekriegt haben. Redstone und Lapis. Speedstone. Mir war so, als wäre hier gerade jemand hinten lang gelaufen. Vielleicht waren es auch nur die Hasen. Ich kann ja echt wie ein Assassine rumlaufen. Das ist echt krass. Ach ja, hier gibt es ja auch noch ein paar Heinzies. Neunzehn Weizen. 17 Kartoffeln. Okay. Was bist du an? Schwungkraft 3, das können wir für unser Schwert gebrauchen. Aber da brauchen wir echt viele Smaragde, da müssten wir die sammeln. Und ein Buch. Was bietest du an? Achso, du bist natürlich typisch. Okay. Ne, hier oben ist niemand. Wie denn auch? Stimmt, hier ist man auch nie hochgekommen, aber das habe ich dann geändert. Aha. Eine Lederhose, was bietest du an? Beide eine Lederhose? Und der den neuen Leder dafür. Sobald die Nacht vorbei ist, gehe ich mal in Game Mode 1. Weil, woher soll ich denn sonst diesen goldenen Apfel und den Schwächeltrank haben? Den habe ich mir extra gecheatet, weil ich, gerne auch Dorfbewohner wieder, zu ihrem alten Glanz verhelfen, beziehungsweise sie von ihrer, Gefangenschaft des Zombie-Seins befreie. Und ja. Das war's. Ich mache jetzt noch einen kleinen Rundgang. Und wir sehen uns dann hoffentlich im Herbst wieder. Wenn es wieder heißt, Minecraft bildet. Und ich bleibe jetzt still, bis die Musik sich verändert hat.
Erzähl dich ein Dankmal. Ja, Dankmal. Digga, wo bist du? Digga? Ist vielleicht irgendwo hier hinten? Digga! Mein kleiner Hase. Wir sehen uns in Minecraft Vanilla. Davon kannst du sicher sein. Davon kannst du wirklich ausgehen.